Ja, hallo liebe Messerfreunde und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Dies wird eine Videoantwort für den Jochen vom Kanal JM Knives. Der Jochen hatte zu einer VA aufgerufen. Ja, und es geht dabei um die fünf meistgenutzten Messer im Kalenderjahr 2023. Ich muss dazu sagen, dieses Messerjahr war für mich schon ein besonderes Messerjahr. Ich habe tatsächlich viel eingekauft, habe viele neue Marken entdeckt, ja, Marken, die es ja sowohl schon teilweise recht lange gibt. Ich bin halt nur ja, jetzt erst drauf gestoßen, aber halt auch wirklich neue Marken, die dabei waren, wo mich die Modelle teilweise wirklich fasziniert haben, wo ja einfach ganz viel stimmt, ob das Preis-Leistung ist, ob das Material ist. Also ja, da war für mich einiges dabei. Ja, und der Jochen hat vor kurzem ein Video hochgeladen, in dem er halt seine fünf meistgenutzten Messer 2023 uns in die Kamera hält. Lieber Jochen, herzliche Grüße gehen auf dem Weg an dich raus. Ich habe mir dein Video angeschaut. Ja, fand ich sehr interessant. Ich weiß ja, dass du ein ja, großer Freund und Vertreter der 42A-konformen Messer bist. Ich finde das auch echt super an dir, dass du dem auch so treu bleibst und da deine ganz eigenen Vorstellungen hast, deine ganz eigene Politik hast mit diesem Thema, finde ich super. Und auch deine Auswahl finde ich wirklich klasse. Ja, es muss nicht immer das 200, 300, 400, 500 € Messer sein. Ja, auch so ein Kiana, ne, von Florinox ist einfach ein super taugliches Messer. Und das kostet eben, ja, ich weiß nicht, je nach Auswahl zwischen 20 und 30 €. Ja, da sind einfach schöne Sachen dabei. Ja, bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Ich habe da ja auch meine Vorlieben und ja, quackeln wir nicht lange rum, legen wir einfach los. Auch ich mache hier kein Ranking. Die Messer kommen jetzt einfach so, wie ich sie mir hingelegt habe. Ich muss dazu sagen, hier hat sich was eingeschmuggelt bei mir. Lieber Jochen, ich hoffe, du verzeihst mir das. Es ist ein Fix dabei. Ich weiß, gibt andere VA-Aufrufe, wie zum Beispiel die vom Schnorres, ja, wo es halt um die meistgenutzten Fix geht. Ich muss dieses Messer aber einfach hier mit reinschmuggeln, weil es, ja, es ist kein Klappmesser, es ist richtig, aber es ist wirklich eins der meistgenutzten Messer 2023, die ich halt habe und ich benutze sonst keine Fixed-Messer. Ich hätte sonst für den Schnorris gerne eine VA gemacht, aber ich benutze wirklich nur dieses eine und das, ja, das halte ich einfach zum Schluss mal kurz in die Kamera. Ich hoffe, das ist in Ordnung. So, los geht's. Keine Angst, das ist es nicht. Das habe ich halt einfach noch nicht lang genug. Ich glaube, ich habe das seit Frühsommer diesen Jahres, das Hoke DK einfach ein super Messer, aber ich habe es einfach noch nicht lang genug, um zu sagen, dass es eins der meist benutzten und getragenen Messer in diesem Kalenderjahr ist. Fakt ist, ich habe es jetzt wirklich oft dabei gehabt und ich werde es auch in Zukunft oft dabei haben, einfach weil das ein absolut super geiles Messer ist. Ich habe dazu auch eine Videovorstellung gemacht, wen es interessiert. Ich verlinke euch das Ganze nochmal in der Videobeschreibung. So, jetzt kommen wir mal zu den fünf. Auf Platz 1, nicht auf Platz 1, Blödsinn. Als erstes, ja, ein Messer, was ich wirklich immer dabei habe. Ihr seht es, das hat auch schon ordentlich gelitten. Ja, das habe ich auch in keiner Pouch, also in keiner Hülle oder so. Das fliegt mal in der Hosentasche rum, das ist mal in der Rucksacktasche, mal in der Jackentasche. Ich habe das eigentlich wirklich immer, immer dabei. Mein Victorinox Huntsman hier mit Titangriffschalen von Swiss Bianco. Das ist einfach ein super, super toller Alltagshelfer. Ja, eigentlich schon fast ein Multitool, aber für mich ist es trotzdem in erster Linie ein Messer. Ihr habt hier die große Klinge, hier vorne die kleine Klinge. Und für mich ganz entscheidend wichtig, hier ist eine Säge dabei, es ist eine große Schere dabei, es ist ein Kapselheber dabei. Ja, gerade mal so fürs Feierabendbierchen ist das Ding schon ganz praktisch. Und tatsächlich, der Korkenzieher, ich trinke auch gerne mal einen Wein. Nicht unbedingt immer unterwegs, aber ja, doch schon mal gerne und da ist der Korkenzieher einfach halt auch schon, ja, manchmal Gold wert. Auch wenn heutzutage viele Weinflaschen einen Schraubverschluss haben. Aber gibt auch noch welche mit Korken. Ja, das Victorinox Huntsman auf jeden Fall dabei. Dann, Spyderco, das Para 3. Ich hatte ja vor kurzem erst ein Video hochgeladen, wo ich meine Top 3 Spyderco EDCs vorstelle. Da waren das Sage 5 und das Chaparral auch dabei, aber auch die habe ich noch nicht lange genug, um zu sagen, dass das meine meistgetragenen und genutzten Messer also, ja, 2023 sind. Das auf jeden Fall. Das habe ich schon deutlich länger.
Und habe das auch oft dabei. Das ist einfach ein super, super taugliches Messer. Ja, das kann wirklich viel. Das ist ein toller Stahl mit dem S45VN. Hier stimmt wirklich vieles. Hier stimmt Gewicht, hier stimmt ja, Stahl, hier stimmt Verarbeitung. Hier ist wirklich vieles, vieles richtig, richtig gut gemacht. Ja, das Spyderco Para 3 auf jeden Fall auch dabei. So. Ja, auch schon etwas länger bei mir das WeKnife Banta. Ja, man sieht es auch, das hat schon ja, deutliche Abnutzungsspuren. Ist aber wirklich ein Messer, was ich sehr, sehr, sehr gerne nutze. Ich habe das ja auch mal, ich glaube, ich habe da mal ein Video gemacht, wo ich das Baby Banta und das Banta ja, so ein bisschen gegenüberstelle, beziehungsweise ja, so ein paar Vorteile, Nachteile des jeweiligen Messers mal so ein bisschen versucht habe rauszustellen. Und in dem Video habe ich, wenn ich mir noch recht sicher bin, bin ich mir recht sicher, habe ich gesagt, dass das so nahezu ein perfektes EDC-Messer ist. Und da bin ich auch heute noch der Meinung. Ja, und zwar auch immer noch aus den gleichen Gründen. Es hat eine super kompakte Größe, ist trotzdem kein kleines Messer. Gut, der vierte Finger, der ist bei mir nicht drauf, das ist aber auch in Ordnung. Drei Finger sind auch gut. Und dadurch, dass es hier hinten noch diese Abflachung hat, liegt der kleine Finger da gut drauf. Wir haben hier mit dem CPM S35VN pulvermetallurgischen Stahl mit der G10-Griffbeschalung ein sehr robustes Material. Der Liner Lock ist hier, ist nicht unbedingt der sicherste Verschluss. Hier steht er aber gut. Materialstärke ist auch in Ordnung. Wir haben Deep Carry Clip. Hier ist alles versenkt, die Schrauben, der Pocket Clip. Also ja, das WeKnife Banta auf jeden Fall. Absolut eins der meistgetragenen Messer, nicht nur 2023, auch schon im letzten Jahr. Ja, dann das Benchmade Mini Osborne. Das ist auch ein Messer, was ich viel und gerne dabei gehabt habe. Einfach weil es so schön kompakt ist, so schön klein ist, so schön leicht ist, trotzdem ein sehr schneidfreudiges Messer ist. Das Design ist auch einfach, ja. Also Warren Osborne hat mit den Benchmade, gibt ja noch verschiedene andere Modelle, ja, das 943, das hatte ich ja letztens auch mal vorgestellt. Das sind einfach tolle Designs, die mich persönlich wirklich sehr ansprechen. Hier ist auch ganz vieles richtig gemacht worden. Also super, super toller kleiner Folder und den habe ich, wie gesagt, auch oft und gerne dabei, das Benchmade Mini Osborne. So. Ja, wie gesagt, jetzt schmuggle ich hier Nummer 5, was kein Taschenmesser ist, trotzdem rein. Ja, das ist mein Custom Fixed von Heidi Blacksmith, RWL34 und Stellarscher Seekuhrippe als Griffbeschalung. Das ist einfach nur ein tolles Messer, was ich mir halt nach meinen Vorstellungen habe anfertigen lassen von Markus. Ja, alles ein bisschen größer gehalten als ja, die, sagen wir, die normalen Standardmodelle von ihm. Wenn man jetzt zum Beispiel die Bestech-Modelle nimmt, die sind ein bisschen kleiner. Ich habe mir das Ganze ein bisschen größer ja, konstruieren lassen. Hinter der Schneidphase auch mit unter 0,3 mm wirklich ein absolut super, super, super Slicer. Ja, einfach ein tolles Messer. Und auch wenn es kein Taschenmesser ist, wie gesagt, lieber Jochen, ich hoffe, du verzeihst mir das. Das Heidi Blacksmith Custom. Ja, das habe ich. Also immer, wenn ich mit dem Rucksack unterwegs bin, habe ich das dabei. Auch öfter mal in der Hosentasche. Jetzt im Sommer, wenn man kurze Hosen hat, dann nicht so unbedingt. Aber ja, also gerade wenn ich lange Hosen anhabe, ist das Ding eigentlich entweder in der Hosentasche oder es ist, wie gesagt, in einer speziellen, nicht, also nicht speziell, in einer separaten Tasche nochmal in meinem Rucksack. Ja, das waren sie. Meine. Ja, fünf meistgenutzten ja, Messer im Jahr 2023. Ja, lieber Jochen, ich hoffe, dir hat es gefallen und natürlich auch an alle anderen, die hier reingeschaut haben, hoffe ich, dass ich euch ein bisschen damit unterhalten konnte. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, lasst mir ein Abo da, würde ich mich sehr freuen. Und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, als vielen Dank fürs Reinschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.